Das hier wird jetzt ein Video, da haben einige von euch schon sehr, sehr lange drauf gewartet. Und dem einen oder anderen wird wahrscheinlich auffallen, warum hält der Dummdödel jetzt sein Mikrofon in der Hand. Aber das findest du in diesem Video raus. Moinsen, Freunde der Sonne. Heute mal ein bisschen anders in diesem Raum und auch mit dem Mikrofon in der Hand. Und das liegt daran, dass ich einen fantastischen Gast habe, denn ich habe heute mein komplettes Rig den ganzen Tag umgebaut mit jemandem, der da ein bisschen Ahnung von hat. Und der hat so viel Ahnung, dass wir die Ahnung euch mal jetzt ein bisschen weitergeben. Ich würde gerne meinen Gast empfangen in diesem Video. Tim, warum bist du hier und was hast du überhaupt mit Rennsport zu tun, dass du dich damit auskennst? Ich glaube, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon aus dem Podcast, aber ich habe 2009 mit Simracing angefangen, bin über Simracing in den echten Motorsport gekommen, letztes Jahr in der DTM gefahren und kenne daher beide Welten ziemlich gut, würde ich behaupten. Und wir hatten da ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass ich da mal vorbeikomme bei dir und wir mal zusammen über deinen Rig drüber schauen. Hat auch den einen oder anderen Arbeitsunfall heute gegeben, aber ich denke mal, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Und über das Ergebnis werden wir uns jetzt unterhalten, denn Tim geht jetzt da rein und wird euch das mal ganz genau erklären, was wichtig ist beim Sitzen im Simrig. Also bis gleich da drüben. Also wir sitzen jetzt im Rig und wir gehen jetzt mal durch, wie ich mir das einstellen würde, auf was ich achte, auf was ich Wert lege und vor allem, wie ich das mit dem echten Auto vergleiche. Ich persönlich würde immer zuerst mit dem Sitz beginnen. Wenn der Grundrahmen schon steht, ist der Sitz halt eben die Stellgröße, die den Winkel von der Sitzposition vorgibt, oft auch schon den Abstand zu Monitoren, Lenkrad, Pedalerie und so weiter. Sprich, ich würde erstmal schauen, dass der Sitz in einer angenehmen Höhe, in einem angenehmen Winkel montiert ist. Und dann mit allem weiteren beginnen, sprich anschließend dann Monitore, Lenkrad und Pedalerie. Wobei natürlich alles ein bisschen zusammenhängt. Kann auch sein, dass man dann alles zusammengebaut hat und den Sitz nochmal leicht anpassen muss. Also für mich ist einfach wichtig, dass man schön und spack im Sitz drin sitzt. Ich kenne es aus dem echten Auto auch einfach so, dass man wirklich mit einem angenehmen Druck drin sitzt. Ich sitze in meinem Simulator wirklich sehr wie eine Presswurst drin. Im echten Auto ist der Sitz tatsächlich noch mal ein bisschen enger. Sprich, ich fahre in meinem Simulator Sitzgröße M. Und dann fühle ich mich einfach schon mal gut connected zum ganzen Rig. Das gibt mir einfach dann mehr Vertrauen. Das fühlt sich einfach so an, wie ich es kenne aus dem echten Auto. Und als nächstes ist es natürlich wichtig, dass man eine angenehme Körperhaltung hat. Sprich, im Idealfall kein Hohlkreuz hat, Schmerzen vielleicht im Oberschenkel. Das kann dann damit zu tun haben, dass der Winkel vielleicht etwas zu steil ist, dass das untere, vordere Kissen sozusagen zu stark in den Oberschenkel reindrückt. Und es muss sich einfach angenehm anfühlen. Also es gibt tatsächlich auch nicht so den einen Wert, den man einstellen kann oder einstellen muss. Es muss sich einfach angenehm anfühlen. Und natürlich vergleiche ich das mit der echten Sitzposition aus dem Porsche. Einfach weil ich natürlich den Porsche so nah wie möglich simulieren will. Aber natürlich, wie wir das heute auch schon erlebt haben, kann es dann sein, dass man eben Anpassungen vornehmen muss, weil jeder Körper, jeder Mensch ist natürlich ein bisschen anders. Jeder hat auch ein anderes subjektives Empfinden und am Ende geht es da einfach um Fahrkomfort. Beim Sitz ist für mich erstmal der Winkel vom Rücken, unteren Rücken wichtig. Man kann so grob 18 Grad so als Stellgröße nehmen. Das kommt immer so ein bisschen auf den Sitzhersteller an, auf die Körperstatur und so weiter. Aber damit kann man so grob mal loslegen. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass der Momo-Sitz etwas eine aufrechtere Sitzposition hat. Sprich, da kann man jetzt nicht denselben Winkel nehmen, wie ich den aus dem echten Auto vergleiche, weil dann einfach das vordere Sitzpolster zu stark in den Oberschenkel reindrückt. Aber damit beginne ich erstmal, damit lege ich los und schaue dann, wie sich das anfühlt und gehe dann weiter zu den nächsten Steps, Pedalerie und Lenkrad. Im Prinzip, die Sitzhöhe ist auch bei den meisten Rigs ja vorgegeben. Da kann man relativ wenig machen, weil die Profile einfach so sind, wie sie sind. Man hat dann natürlich verschiedene Optionen mit der Sitzhalterung. Die haben wir heute auch umgebaut, um eben da mehr Spielraum zu haben, was die Höhe und den Winkel angeht. Weil unter dem Sitz eben ein Buttkicker montiert ist. Mit der vorherigen Sitzhalterung hat die untere Sitzschale einfach aufgelegen, also obwohl noch von den Löchern her Platz gewesen wäre, konnte man den Sitz gar nicht mehr weiter ablassen. Deswegen haben wir die Sitzhalterung umgebaut, haben da mehr Spielraum geschaffen, um den Winkel einfach ideal abzustimmen. Und tatsächlich ist es so, dass in den modernen GT3-Autos man schon sehr stark eine liegende Position hat, wie man es eigentlich eher aus Formelautos kennt. Da hat sich die Zeit einfach sehr gewandelt. Eine liegendere Sitzposition ist für einen Fahrer einfach deutlich angenehmer, vor allem für Langstreckenrennen. Und tatsächlich ist es so, dass die Pedalplatte
beim Porsche, beim echten Rennauto, höher ist als der unterste Punkt, also der Hintern, kann man sagen, im Sitz. Sprich, man hat eine etwas liegende Sitzposition und die Beine sind tatsächlich etwas höher als mein Hintern. Und das empfinde ich tatsächlich auch als die angenehmste Sitzposition für Simracing. Wichtig für mich im Rücken oder vom Gefühl ist einfach, dass ich keine Schmerzen habe. Gerade wenn man 2, 3, 4 Stunden fährt in den Langstreckenrennen, der eine oder andere kennt sicherlich, man macht irgendwie ein Hohlkreuz, so, man hat eine Fehlstellung in den Schultern. Das bedeutet natürlich, dass die Muskeln falsch beansprucht werden. Gerade so ein Hohlkreuz ist zum Beispiel einfach zu lösen, indem man vielleicht in den unteren Bereich Kissen noch hinzufügt. Da hat jeder natürlich zu Hause irgendwie auf der Couch Kissen rumliegen, aber es gibt auch extra Kissen von den Rennsitzherstellern, die man dann da passend reinfügen kann. Und das hilft einem dann einfach, so einen geraderen Rücken zu haben. Wir hatten jetzt auch beim Nils heute festgestellt, dass er so ein bisschen so ein Hohlkreuz macht. Die Schultern sind zu weit vorne, das gibt ihm so eine Fehlstellung. Dadurch hat er Schmerzen im Rücken, aber auch im Schulterbereich. Und das könnte man eben lösen, indem man im unteren Rückenbereich den Rücken so ein bisschen nach vorne holt und dann insgesamt einfach einen geraderen Rücken hat. Das macht es auf Dauer auch einfach angenehmer zu fahren. Wenn ich mit meinem Sitz fertig bin, kümmere ich mich auf jeden Fall erstmal um die Pedale. So ein bisschen von unten nach oben, sage ich mal. Schau da eben auch erstmal, dass der Abstand passt. Da habe ich auch die Werte vom echten Porsche, die ich da versuche einzustellen. Einfach vom Abstand her von der Ober- und Gurtöffnung bis zum Bremspedal und bis zu der Heelplate. Fang da erstmal mit dem Abstand an. Und ich habe den großen Luxus, das Active Pedal nutzen zu dürfen. Und da kann ich dann eben in der Software mir direkt den Winkel einstellen. Wenn man jetzt wie hier montiert ein herkömmliches Pedalsystem hat, muss man das natürlich mechanisch machen. Sprich, da ist es etwas mehr Arbeit. Aber ja, nächster Schritt nach dem Abstand ist dann den Winkel einfach richtig einzustellen, ist einfach enorm wichtig, auch einfach für den Hackenbereich. Wenn der Winkel zu stark ist, also die Pedale, ich sag mal im 90-Grad-Winkel stehen, dann hat der Fuß immer so eine unangenehm aufrechte Position. Und also selbst wenn ich es jetzt 3 Sekunden so mache, dann tut mir da jetzt der Gaspedalfuß schon weh. Sprich, die Pedale sind nie in einem 90-Grad-Winkel angeordnet, sondern immer leicht angewinkelt. Und dadurch ist einfach dieser ganze Waden-Hackenbereich deutlich entlasteter. Man kann auch viel präziser Gas geben, bremsen. Und vor allem für die Bremse ist das natürlich enorm wichtig, dass da man eben auch keine Fehlstellung im Fuß oder im unteren Beinbereich hat, um eben dazu vermeiden, dass der Fuß oder das Bein irgendwann einschläft, gerade bei Langstreckenrennen. Tatsächlich jetzt hier beim Wick vom Nils hatten wir da einige Probleme, was die Montage der Pedalerie angeht. Einfach weil die Befestigung oder die Aufnahme etwas, ich sag mal, veraltet ist oder nicht so viel Spielraum hergibt. Sprich, wir mussten die Aluprofile, die Pedalplate halten, die waren vorher unter dem Aluprofil montiert, also sozusagen aufgehangen an dem Längsprofil. Die haben wir jetzt einmal nach oben gesetzt, sprich 120 mm höher als vorher. Das ist immer noch zu wenig, also die sind immer noch zu niedrig. Aber da haben wir jetzt tatsächlich nicht allzu viel Spielraum gehabt von der Hauptaufnahme, sage ich mal. Tatsächlich sind hier die Pedale jetzt auch mittig montiert. Das ist einfach ja persönliche Präferenz auch von Nils, der das so haben möchte. Im echten Auto ist es tatsächlich so, dass die Beine immer so leicht versetzt nach rechts sind. Das kennt man vielleicht auch aus einem herkömmlichen Straßenauto. Sprich, Gaspedal und Bremse sind in der Regel nie exakt mittig, sondern immer so leicht nach rechts versetzt. So habe ich das an meinem Simulator auch eingestellt. Links hat man da meistens Kupplungen oder die Fußablage. Und man kann grob immer versuchen, dass das Bremspedal ungefähr mittig ist und dann, ich sag mal, grob 4 bis 5 Zentimeter jeweils zwischen den Pedalen Abstand sind, wobei das meistens auch dann von der Pedalplate oder vom Rickhersteller vorgegeben ist. Die Stärke vom Pedal kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Auto an, was man simulieren will. In einem Formel-1-Auto ist natürlich die Bremskraft, die man aufbringen muss im echten Auto, deutlich höher als wie in einem GT-Fahrzeug. Grob kann man immer so 100 Kilo in einem GT-Auto als Größe nehmen, kann man immer mal ein bisschen spielen zwischen 80 und 100 Kilo. Da ist das Active Pedal natürlich perfekt, weil man es direkt in der Software einstellen kann, ohne mechanisch am Pedal arbeiten zu müssen. Aber im echten Auto ist es tatsächlich so, dass man weit über 100 Bar teilweise bremst. Im Porsche bremsen wir teilweise mit bis zu 140 Bar. Das kann man nicht 1:1 auf die Kilo umrechnen. Vor allem, weil im echten Auto natürlich die G-Kraft auch immer so ein bisschen hilft. Sprich, im Simulator
muss man die Bremskraft immer etwas geringer einstellen als wie im echten Auto. Aber alles zwischen 80 und 100 Kilo empfinde ich als realistisch für GT3-Fahrzeuge. Ich persönlich fahre mit 100 Kilo an meinem Simulator. Was die Länge angeht vom Bremspedal, das ist ja auch mal ein riesen Thema im Simracing, auch was Muscle Memory und so angeht. Für mich, ohne zu viel Werbung machen zu wollen, für das Active Pedal, Grüße gehen raus an Simucube, ist das halt einfach ideal, weil man den Druck unabhängig vom Weg einstellen kann. Das geht bei vielen herkömmlichen Pedalsystemen nicht. Und tatsächlich bin ich mit maximalem Pedalweg an meinem Bremspedal unterwegs. Und der ist immer noch kürzer als im echten Auto. Also in einem Formel-Formel-1-Auto ist es sicherlich anders. Aber ich beziehe mich hier rein auf den Porsche GT3 R 992, den ich aus dem echten Leben kenne. Und da hat man doch relativ viel Pedalweg. Und im Active Pedal kann man einfach auf Maximum gehen. Ich glaube, das sind knapp über 50 mm. Im echten Auto sind es wahrscheinlich dann 60, 70 mm geschätzt. Habe es noch nicht ausgemessen. Aber tatsächlich hat man schon relativ viel Bremsweg, den man im echten Auto drücken muss. Der aber auch hilft, das zu dosieren, auch mit dem ABS zusammen. Ich empfinde es tatsächlich als sehr, sehr schwer, teilweise Simulatoren zu fahren, wo ja, das Pedal 5 oder 10 mm Weg nur hat, extrem hart ist. Da fehlt mir direkt das Gefühl einfach, weil ich es aus dem echten Auto ganz anders kenne. Nächster Step nach den Pedalen ist das Lenkrad. Ich sage einfach mal, unterer Körperbereich ist soweit abgeschlossen, fühlt sich entspannt an, komfortabel, Rückenposition ist alles gut. Ja, nächster Step nach dem Ausschlussprinzip sind eben die Arme. Hier ist für mich auch einfach wichtig, der Abstand vom Sitz zum Lenkrad. Passt das überein mit dem echten Auto? Passt der Abstand vom Lenkrad zum Pedal überein? Müsste in der Regel passen, weil man hat ja das Pedal vorher schon zum Sitz hingemessen. Sobald der Abstand eingestellt ist, kann man immer so ein bisschen, ja nicht ein 90-Grad-Winkel, das ist etwas flacher, aber ja, so einen flacheren Winkel als 90 Grad, sage ich einfach mal, als Stellgröße nehmen für den Ellenbogen. Das muss sich auch einfach angenehm anfühlen. Ich sag mal, wenn man so im Simulator drin sitzt, das sieht doch einfach komisch aus. Und sobald der Abstand an sich passt, auch visuell passt, man an alles drankommt, sich das gut anfühlt, ist dann natürlich der nächste Step Winkel. Der Winkel ist fast sogar noch entscheidender als der Abstand, weil der Winkel eben vorgeht, wie wir die Handgelenke belasten. Und wenn das Lenkrad zu steil, sage ich mal, eingestellt ist, übertrieben gesagt, sage ich mal so, dann tut es natürlich in den Handgelenken weh, selbst wenn man die Hände einfach nur so hinhält. Sprich, das ja, muss einfach so ein angenehmer Winkel sein. Ich stelle da auch mein Lenkrad im Simulator genauso ein wie im echten Auto. Das sind zwischen 13 und 14 Grad, einfach damit man es mal gehört hat. Kann man natürlich gerne auch mal ausprobieren. Und das fühlt sich für mich einfach ja, super angenehm an. Für Langstreckenrennen, sowohl im echten Leben als auch im Simulator, habe ich da keine Probleme mit meinen Handgelenken. Ich kann voll einlenken in den ganzen Spitzkehren. Muss sich einfach angenehm anfühlen. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der vielleicht kürzere Arme hat, kürzere Unterarme hat. Da kann es immer mal sein, dass man da den Abstand leicht anpassen muss oder den Winkel leicht anpassen muss. Jeder Mensch, jeder Körper ist natürlich anders. Aber ich versuche mich da einfach ja exakt am echten Auto zu orientieren, weil ich eben das auch nachbilden möchte. Man kann sich ungefähr orientieren, die Lenksäule im Verhältnis zur Pedalplate gemessen. Ich messe das so, dass ich einfach eine Wasserwaage auf die Pedalplate aufsetze, guck, dass die gerade ist und dann mit einem Zollstock von der Lenksäule runtermess, um die 45 bis 50 Zentimeter. In dem Bereich sollte man sich bewegen. Wie gesagt, ich beziehe mich auf einen Porsche. Es gibt sicherlich Autos, da ist es komplett anders. Aber das empfinde ich als sehr, sehr angenehm und ja, empfinde das auch als eine Kopie vom echten Auto. Der nächste Step nach all der Peripherie sind natürlich die Monitore. Da ist es in der Regel so, ich sag mal, der Nils hat da natürlich jetzt ein Ausnahmebeispiel nach oben hin. In der Regel ist die Position natürlich da auch vorgegeben vom Rig oder Rig-Hersteller und von den Monitoren, die man hat. Ich selbst benutze 32 Zoll Curved-Monitore, die auch fest montiert am Rig sind. Ich finde es einfach schöner, wenn es kompakt ist. Man kann das Rig in einem Stück ohne Demontage transportieren, verschieben und so weiter. Und im Idealfall ist natürlich die Mitte vom Monitor auf Augenhöhe. Das ist meistens nicht möglich. Die Monitore, zumindest hat das so meine Erfahrung ergeben, sind immer ein bisschen nach oben versetzt, einfach weil in der Regel vom Abstand her, den man haben muss zum Auge hin,
damit alle drei Monitore gleich weit entfernt sind, in der Regel die Wheelbase im Weg ist. Also wenn ich den optimalen mittleren Monitor für Simracing gestalten könnte, dann wäre in der Mitte wahrscheinlich so ein kleiner Ausschnitt, einfach damit die Wheelbase dahin passt. Aber ja, meistens verschiebt sich das Lenkrad dadurch so ein Stück nach unten und der Monitor ein Stück nach oben. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Man kann da mit Lenkradnabenverlängerung arbeiten. In der Regel sagt man aber, dass man da nicht über 10 cm hinausgehen sollte. Von dem her ist die Position so ein bisschen gegeben. Kommt aber natürlich auch darauf an, welche Wheelbase man hat. Es gibt sicherlich kürzere Wheelbases als in SimulCube 2. Aber in der Regel ist die Position einfach vorgegeben. Selbst wenn die Wheelbase nicht im Weg ist, sind in der Regel die Aluprofile im Weg, wo die Monitore dann irgendwann aufliegen, wenn man die tiefer montieren möchte. Natürlich kann man die Aluprofile absägen, um da noch ein bisschen Platz zu gewinnen. Aber ja, meistens ist man da schon relativ gefangen in dem Produkt, was man hat und muss halt eben das Beste draus machen. Nächstes Riesenthema ist natürlich der Winkel und die Abstände von den Monitoren. Ich beziehe mich da wieder auf mein eigenes System und da, womit ich am meisten Erfahrung mitgesammelt habe, sprich 32 Zoll Curved. Und da habe ich die Erfahrung mitgemacht, da gibt es auch verschiedene mathematische Berechnungen und Studien zu. Aber dass der Winkel 60 Grad ja optimal ist, für mich, für das Geschwindigkeitsgefühl von den äußeren Monitoren. Und ich versuche tatsächlich, alle drei Monitore gleich weit von meinem Auge oder sag mal zwischen meinen Augen gemessen einzustellen. Da bin ich immer bei um die 67 bis 69 Zentimeter entfernt. Wie gesagt, da kann es auch sein, dass ihr ein anderes System habt, andere Monitore. Also diese Werte sollen im Idealfall nicht kopiert werden. Probiert es selber aus, was für euch am besten ist. Aber das sind eben die Werte, mit denen ich arbeite und wo ich sage, das fühlt sich für mich gut an. Abschließend, ich glaube, der beste Tipp, den man geben kann, ist einfach, ja, dass man sich nicht zu sehr auf einzelne Werte konzentrieren sollte. Nur weil ich irgendwas so einstelle oder wer auch immer im Internet, heißt das nicht, dass das für einen selber funktioniert, weil man vielleicht ganz anderes Equipment hat. Man will vielleicht ein ganz anderes Auto simulieren. Der Körper ist vielleicht ganz anders gebaut. Also da gibt es einfach nicht diesen einen festen Wert. Aber was wirklich die oberste Priorität ist, es muss sich einfach gut anfühlen. Wenn ihr euch in euer Rig setzt und im ersten Moment schon spürt, irgendwie das zwickt oder das fühlt sich komisch an, dann schaut einfach mal drüber, schaut, was ihr für Optionen habt. Bei den meisten Rigs, natürlich mal mehr, mal weniger, gibt es tatsächlich viele Einstellmöglichkeiten, wo man einfach ein bisschen Hirnschmalz mal und Zeit investieren muss. Da kann man dann schon viel mit rausholen, ohne Geld zu investieren. Man kann da natürlich stundenlang noch drüber philosophieren. Man muss da richtig ins Detail gehen, muss sich da reinfuchsen. Aber ich hoffe, die Werte und meine Eindrücke haben euch soweit geholfen. Probiert es einfach mal aus, schreibt euer Feedback in die Kommentare, schreibt gerne auch eure Fragen in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal zusammen mit Nils vor der Kamera. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich erstmal sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, dass ich das hier auch mal sehen durfte, die heiligen Hallen. Ich hoffe, ich konnte dir und auch euch helfen. Falls ihr Fragen habt, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche immer die Kommentare zu lesen, auch mal zu antworten. Und viel Spaß euch noch. Bis zum nächsten Mal. Folgt Tim überall, weil Tim ist ein Banger. Nicht nur im Simracing, sondern auch im realen Leben. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Lasst euch gut gehen. Ciao, Kakao. Tim, vielen Dank. Haust rein. Bis dann.